Hallo liebe Staubsaugerfreunde, willkommen zurück zu diesem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und wie ihr schon hier sehen könnt, gibt es heute mal ein weiteres sehr interessantes Produkt aus dem Hause Sikotec und haben jetzt hier vor uns den Konga Rockstar 10.000 Nebula Station, ein sehr interessanter Akkusauger mit einer Absaugstation, wie ihr schon sehen könnt. Und das ist hier wirklich super praktisch. Somit müsst ihr praktisch diesen Akkusauger nicht nochmal hier manuell entleeren, nachdem ihr praktisch hier eure Wohnung rausgesaugt habt. Den gucken wir uns heute mal an. Wir werden den mal auspacken, mal gucken, was hier so alles im Lieferumfang mit dabei ist. Wir werden mal kurz auf die technischen Daten aus dem Benutzerhandbuch eingehen und dann werden wir auch hier ein kleines Fazit davon ziehen. Dann wird es hier einen zweiten Teil geben, wo wir dies natürlich auch mal ausführlich testen werden, aber dazu wie gesagt im zweiten Teil mehr. Und ich werde euch diesen Akkusauger mit dieser Station hier, also das Komplettset hier in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal rein, klickt mal dort drauf und dann kommt ihr direkt zu diesem Produkt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Wir werden es mal kurz hier aufmachen und einmal rausholen. Also ich mache es jetzt gerade mal kurz hier für euch auf und dann schauen wir einfach mal, was hier so drin ist. So, da kommt jetzt diese eigentliche Verpackung raus. Ich würde ihn einfach mal hier rausnehmen und dann schauen wir uns den mal ganz genau hier an. Also, so sieht das gute Stück jetzt aus. Von der Verpackung her, ihr könnt jetzt praktisch hier dieses Gerät sehen, der eigentliche Akkusauger. Und wir haben hier diese Absaugstation. Und da könnt ihr jetzt hier nochmal auch sehen, wir haben hier 450 Watt an Gesamtleistung. Und der Akku-Staubsauger hält bis zu 70 Minuten lang, was hier wirklich ein sehr guter Wert ist. Ja, hier können wir jetzt praktisch nochmal das System sehen, was hier praktisch die automatische Entleerung ja, dann durchführt. Ist praktisch hier drin und das kann sich hier auch sehen lassen. Wir gehen jetzt mal kurz hier weiter. Schauen wir uns mal kurz hier mal die Seite an. Da wird praktisch schon mal ganz genau beschrieben, wie das praktisch aussieht. Man steckt ihn ganz einfach oben rein und dann wird praktisch das hier auch komplett entleert. Ja, so viel im Grunde dazu. Hier gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Hier ist auch nicht mehr viel drauf. Ich würde sagen, wir machen den gleich mal kurz hier auf und schauen mal hier, was genau drin ist und werden den mal hier so öffnen. Also jetzt kommt uns hier praktisch so eine Quick-Start-Anleitung entgegen. Ihr könnt schon sehen, wie man den komplett hier aufbaut. Zum einen muss man hier erstmal die Batterie praktisch installieren. Die klickt dann hier so ein. Dann tut man natürlich hier praktisch das Saugrohr montieren. Es gibt auch hier verschiedene Aufsätze, so eine Bodendüse, dann nochmal so eine Fugendüse und so eine kleinere Düse. Und dann kann man praktisch hier auch schon loslegen. Hier oben ist der Power-Knopf und da kann man dann praktisch auch hier diesen Saugmodus einstellen. Ja. Da wird mal praktisch beschrieben, wie man das Ganze hier entleert, wie man das praktisch reinigt. Das sieht auch recht gut aus und hier wird dann praktisch mal diese eigentliche Ladestation beschrieben, wie man die praktisch hier aufbaut und ja, was man damit praktisch machen kann. Man stellt es einfach hin. Man kann es natürlich auch hier mit Wasser ausreinigen, dann hier ein bisschen trocknen, was auch besonders gut ist. Also auch dafür ist gesorgt, dass alles hier wirklich sehr einfach umgesetzt und man kann direkt starten. Dann installiert man praktisch hier diesen Behälter. Das ist praktisch ein ganz einfacher Staubbeutel, würde ich mal so behaupten. Schauen wir uns aber nachher nochmal kurz an. Dann gibt es natürlich hier nochmal das Netzteil, was praktisch hier dran kommt. Und dann kann man das ganze Gerät, also diesen Akkusauger, ganz einfach hier oben reinstecken. Und dann geht praktisch auch hier der Reinigungsvorgang direkt los. So, wir machen jetzt weiter, werden mal hier alles auspacken und gucken mal, was hier so mit dabei ist. Ich hole das gerade mal so kurz für euch raus. Da haben wir dann zum einen hier so eine kleine Kiste mit dabei. Die machen wir jetzt auch mal kurz hier auf. Schauen wir mal, was hier so drin ist. So, das sieht natürlich hier schon nach der eigentlichen Saugeinheit aus. Die holen wir jetzt am besten mal kurz raus. Ja, so sieht praktisch das Ganze hier aus. Ich zeige es euch nochmal in der Kamera. Also wir haben praktisch hier dann diesen kleinen Auffangbehälter. Da kommt praktisch dann hier der Akku rein. Der wird ganz einfach reingeschoben. Wir haben hier diesen Griff dran. Das kann man einfach praktisch so heben. Und da kann man dann praktisch da auch schon losstarten. Und ja, hier kann man dann diesen Modus einstellen. Also sehr gut gemacht. Ist auch hier wirklich sehr leicht. Und da haben wir dann praktisch hier diesen Auffangbehälter, den wir natürlich auch hier jederzeit manuell entleeren können. Dazu klickt man ganz einfach hier so drauf und dann kann man praktisch hier auch die Klappe aufmachen und das Ganze rausholen. Aber das müsst ihr ja nicht, wenn ihr praktisch hier schon diese Absaugstation mit dabei habt. So, da haben wir jetzt praktisch hier das Kabel mit drin. Ich hole das gerade mal kurz so raus, mal gucken. Beziehungsweise hier ein ganz normales Kabel, Kaltgerätestecker. Und ja, damit kann man dann praktisch die Absaugstation dann andocken. Und dann kommt jetzt praktisch hier an auch der Akku raus. Den holen wir ebenfalls mal kurz raus. Ja, und der sieht dann praktisch so aus. Ist ein recht großes Gerät. Wir gucken mal, was hier so draufsteht. Also hier haben wir dann praktisch auch ein paar Kennzeichnungen.
paar kennende Daten. Wir haben also hier praktisch schon mal die Bezeichnung von dem Gerät. Wir haben hier 29,6 Volt und 2500 mAh. Und ja, das ist praktisch hier ein sehr großer, schöner Akku, der natürlich euch auch hier wirklich lange halten sollte und dementsprechend auch hier die Akkuleistung, die Laufleistung hier deutlich erhöht. Und das Ganze ist auch nicht wirklich schwer, also hier liegt gut in der Hand und sollte sich auch hier einfach bedienen lassen. So, wir gehen mal kurz weiter hier. Wir haben dann praktisch hier diesen eigentlichen Sockel. Und ja, da wird praktisch hier dann diese Ladestation reinkommen. Das ist hier richtig schwer. Wir haben praktisch auch hier so eine Metallplatte, wie ihr schon sehen könnt. Und ja, die stellt man ganz einfach auf den Boden hin und dann passt es auch. So, da kommen wir jetzt hier praktisch zum nächsten Karton. Wir schauen mal, was hier so drin ist. Da haben wir jetzt natürlich verschiedene Aufsätze, denke ich mal. Ja, also da haben wir praktisch hier dann diese lange Stange. Das wird man nachher auch mal zusammenbauen. Ist aber hier sehr hochwertig gemacht und ihr könnt schon sehen, auch sehr gut verarbeitet. So, das wäre dann praktisch auch hier so eine Stange, also das Saugrohr von dem eigentlichen, ja, Akkusauger. Und ja, so sieht es dann praktisch aus. Kann man ganz einfach andocken und dann praktisch hier das sozusagen aufbauen. So, dann haben wir praktisch hier diese Ladestation. Die hole ich gerade mal kurz raus. Die sieht dann praktisch so aus. Werden wir uns aber auch nachher mal etwas später anschauen. Dann schauen wir mal kurz, was hier drin ist. Gehen das mal kurz durch. Da haben wir jetzt natürlich hier verschiedene Materialien. Wir haben zum einen hier diesen Staubbeutel. Da gibt es praktisch jetzt hier zwei mit im Lieferumfang, wie ihr sehen könnt. Also da habt ihr schon mal gut vorgesorgt. Dann haben wir praktisch hier auch gleich diese HEPA-Filter. Da ist auch einer drin. Wir haben dann hier nochmal verschiedene Düsen, die wir uns nachher auch nochmal anschauen werden. Einmal natürlich auch hier diese Bürste und haben hier diese Fugendüse und wir haben hier eine sehr schöne Anleitung, die wir auch hier natürlich später mal nachher kurz durchgehen werden. Ja, warum ist praktisch hier diese eigentliche Bodenbürste raus? Und das Ganze sieht dann praktisch so aus, also hier eine ganz normale Bodenbürste für ja, den Staubsauger. Wir haben natürlich hier die Möglichkeit, dass wir uns ein sehr schönes Gelenk haben, also wir haben hier ja, sehr gute variable Möglichkeiten, was den Winkel angeht. Wir haben hier schöne Rollen dran, die gummiert sind. Und ja, wir haben da vorne so LEDs wahrscheinlich noch dran. Und natürlich auch hier so eine Hybrid-Bürste. Also ihr könnt schon sehen, hier sind auch die, ja, die Bürsten unterschiedlich. Einmal so raue Bürsten und dann haben wir hier etwas weichere Bürsten. Also hier wirklich perfekt geeignet für den normalen Alltagsgebrauch. Ja, so sieht das Ganze aus. Auch das werden wir jetzt mal kurz auf den Tisch legen. Und dann zeige ich euch mal kurz mal das ganze Set im Detail, wie das hier aussieht. Also, so sieht das Ganze jetzt praktisch hier im Detail aus. Das ganze Set, wie ihr schon sehen könnt, was hier alles dabei ist, werden es gleich mal kurz aufbauen und natürlich dann hier auch einmal kurz von der Funktion her testen. Schauen wir uns nun mal kurz hier das Benutzerhandbuch an und gehen das mal kurz hier durch. Und da könnt ihr auch schon sehen, so sieht es praktisch hier aus, wenn man das komplett hier aufgebaut hat. Und ja, das sieht doch soweit recht gut aus. Es gibt auch hier verschiedene Sprachen, wie ihr schon sehen könnt. Also hier wirklich in unterschiedlichen Landessprachen. Wir gehen natürlich hier mal die deutsche Seite durch. Da könnt ihr es praktisch sehen, wie die Anleitung aussieht. Hier wird alles beschrieben, was praktisch dabei ist. Sämtliche Komponenten vom Staubbehälter und Co. Wir haben dann hier praktisch die weiteren Sachen, die Abbildungen, die LED-Beleuchtung. Und es sieht soweit hier recht gut aus. Dann gibt es hier ein paar Hinweise vor dem Gebrauch. Wir gehen jetzt gerade mal kurz weiter. Hier wird dann praktisch hier nochmal beschrieben, wie man das Ganze hier verwendet, was auch sehr gut ist, sehr umfangreich. Dann gehen wir mal kurz hier weiter. Hier wird dann praktisch nochmal die Reinigung und Wartung ebenfalls beschrieben, was auch toll ist. Und ja, dann gehen wir mal kurz hier weiter zu den Problembehebungen. Wird hier auch nochmal aufgelistet. Und das war es dann auch. Also hier gibt es wirklich sehr viele schöne Sprachen. Ist toll gemacht, ist für jede Sprache was dabei. Und auch die deutsche Sprache sieht hier soweit gut aus. Und dann bauen wir jetzt mal dieses Komplettset hier zusammen. Werden das mal nach der Anleitung machen. Und einfach mal schauen, wie schnell oder wie langsam das hier dauert. So, wir gehen dabei natürlich nach der Anleitung vor. Und zuallererst müssen wir natürlich hier mal diesen Akku in diese Motoreinheit bzw. in diesen eigentlichen Saugkopf einführen bzw. andocken. Und das machen wir jetzt auch mal kurz. Also wir haben praktisch zwei Geräte, zum einen hier dieser Saugkopf und natürlich dieser Akku hier und das Ganze wird dann praktisch ganz einfach hier so reingesteckt und das machen wir mal kurz, wir schauen mal, wie das hier funktioniert. Zack. Und dann ist er auch schon drin und ja, sollte soweit in Ordnung sein. Wenn ihr es wieder rausmachen müsst, dann gibt es hier so einen Open-Taster, könnt ihr ganz einfach hier so hochziehen und es dann dadurch wieder entriegeln. So, dann gibt es hier oben praktisch diesen Aus- und Anschalter, gehen wir mal kurz drauf. Auto, da haben wir die verschiedenen Saugstufen
und können es dann praktisch auch komplett rausschalten, also ganz einfach hier oben bedienbar, was sehr gut ist. So, das wäre jetzt praktisch hier dieses Saugrohr und das wird ganz einfach hier so angedockt, klack, und dann sind wir praktisch hier auch schon durch. Und wie ihr schon sehen könnt, das kann man ja auch problemlos verlängern. Ich zeige es euch mal kurz hier. So, und dann haben wir natürlich hier die Möglichkeit, das komplett dann in der Länge anzupassen. So, im nächsten Schritt werden wir natürlich hier die verschiedenen Aufsätze mal drauf machen. Wir werden natürlich hier zuallererst mal kurz hier mit diesem Aufsatz beginnen. Die anderen Aufsätze könnt ihr ganz einfach draufstecken, sollte nichts passieren. Aber dieser Aufsatz hier, also diese ja, normale Bodenbürste, die wird wahrscheinlich oft von euch verwendet. Die machen wir jetzt direkt drauf und werden es dann damit testen. So, die sieht dann praktisch so aus, habe ich euch ja vorhin schon mal vorgestellt, mit diesen Gummirädern hinten dran, die auch super leise dann praktisch hier rollen und natürlich auch hier wirklich einen sehr geringen Widerstand haben. Die scheinen hier ein Kugellager zu haben, was hier auch besonders gut ist. So, das steckt man jetzt hier einfach so drauf. Zack. Und dann wäre im Grunde auch hier dieser komplette Akku-Staubsauger fertig. Und jetzt machen wir uns gleich hier an die Saugstation ran. So, wir gehen zur Saugstation über. Im Grunde ist es hier nicht sonderlich schwierig. Wir haben hier zum einen diese Bodenplatte, die könnt ihr hier schon sehen. Dann haben wir praktisch hier ja so eine Art Gestell, beziehungsweise ebenfalls so ein Rohr, so ganz einfach hier so drauf gesteckt. Und dann kommt natürlich oben hier diese eigentliche Absaugeinheit drauf. Und dann wäre das praktisch auch schon komplett zusammengebaut. Und dann müsst ihr praktisch nur noch hier diesen Staubbehälter dann reintun. Das hebt jetzt gut hier drin. Und darauf kommt jetzt praktisch hier dann diese eigentliche Saugeinheit. Und da könnt ihr auch schon sehen, hier wird es praktisch so reingesteckt. Und das machen wir jetzt auch mal kurz. Wir stecken es einfach mal kurz so drauf. So, es ist drauf. Ich zeige es euch gleich mal kurz hier aus der weiteren Entfernung, wie das hier aussieht. Also, so sieht das Ganze jetzt praktisch hier aus, wenn das praktisch ja fertig aufgebaut ist. Und es ging hier recht schnell. Wir haben dann praktisch hier zum einen mal das Gerät, der eigentliche Akkusauger. Und wir haben dann praktisch hier diese Absaugstation und das Ganze machte doch einiges her. Also, ging recht schnell, sieht gut aus. Wir gehen jetzt mal kurz in die Aufnahme rein von dieser Absaugstation und schauen uns die nochmal ganz genau an. Also, so sieht die Absaugstation aus. Wir können hier praktisch die Ladepins sehen. Da wird das ganze Gerät ganz einfach hier so reingesteckt, dann wird es hier rausgesaugt. Und das war es dann im Grunde auch schon. Und da könnt ihr praktisch hier dann, wie ihr schon sehen könnt, ist praktisch hier der Filter unten drunter, beziehungsweise hier dieser Staubbehälter. Und da wird dann praktisch ganz einfach alles reingepustet. Und dann geht es praktisch hier wieder so zu. Zack. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Ja, so sieht das Ganze aus. Gut gemacht. Gut umgesetzt, auch vom Prinzip her, so wie beim Roboterstaubsauger auch. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir abschließend zu dem Fazit, bevor wir uns an dem zweiten Teil diesen Akkustaubsauger nochmal etwas näher anschauen werden und dann auch mal testen. Also kommen wir jetzt abschließend zu unserem Fazit, zu diesem schönen, interessanten Set von Sikotec. Und es sieht soweit wirklich sehr gut aus. Der Aufbau war innerhalb von wenigen Minuten beinahe komplett durch. Es sind nur wenige Teile, die ihr praktisch hier aufbauen müsst. Und wir haben praktisch hier diese schöne Entladestation und natürlich auch hier diesen sehr leichten und formschönen Akkusauger, der auch hier eine sehr hohe Saugkraft besitzt. Also ein tolles Komplettset, was ich hier sehen lassen kann, was mir auch hier besonders gut gefällt. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, schaut es euch mal an. Der Link ist in der Videobeschreibung, klickt dort mal drauf. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim zweiten Teil, wo wir hier diesen Akkusauger auch mal ganz genau testen werden und mal hier verschiedene Szenarien da mal durchprüfen. Also, soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also, bis bald.